Das sind ja meistens die Leute, die dann Attentate machen, die irgendwie nicht so ganz. Es gab mal in Erfurt eine Aktion, die ich witzig fand. Da hatte die FDP, Ja, aber. warte, Robert Steinhäuser. Genau. Oh Gott. Ich habe nun mal die Radio-ASMR-Stimme, die alle Menschen gern hören wollen. Ich würde die auch gerne hören, deswegen habe ich dich heute zu mir eingeladen, einen Brennpunkt Internet aufzunehmen. Tino, wie geil ist das denn? Ich fühle Das mich geehrt. 122? 22. Ach du Scheiße. Ja. Nächste Folge ist 1, 2, 3. Da müssen wir uns was Spannendes einfallen lassen. Yes. Ich bin gehypt. Was auch sehr spannend ist, wie ihr es vielleicht hört, es regnet. Weiß ich gar nicht, ob man es hört. Das könnt ihr jetzt ja in die Kommentare einmal reinschreiben, denn das erzwingt dann Zuschauerinteraktion und das rankt uns ja höher im Algorithmus. Ich habe Yes. natürlich längst gehört bei der Bearbeitung des Podcasts, ob man den Regen im Hintergrund hört, der atmosphärisch auf die Fenster prasselt, denn es wird den ganzen Tag heute regnen. Und Hashtag Dauerregen. trotzdem hat sich Tino hierher aufgemacht. Durch den Regen, Wind und Wetter getrotzt, nur für euch, liebste Zuschauer, da ist es ja wohl das Mindeste, mal einen Algorithmus-Kommentar in die Spalte zu schreiben. Oder einen Daumen nach oben zu geben, ein Abo dazulassen und um die Glocke zu aktivieren. Ja, mit Spalte meinte ich übrigens ein Tattoo in meinem Arsch. Ach so, süß. Ja. Ja, es ist echt nass und kalt draußen. Ich habe die falschen Schuhe angezogen. Was ich jetzt furchtbar bereue, weil ich im Na Nachgang noch wohin muss, durch die halbe Stadt laufen. Und das wird furchtbar anstrengend. Heißt das jetzt nicht mehr nach Hause gehen, sondern der Nachgang, Der wenn man Nachgang. irgendwo fertig ist und wieder nachgeht? Pause. Versuche gerade ein bisschen Eloquenz zu erzwingen, da ich recht müde bin. Kenn Wir ich. haben jetzt zwei Kätzchen seit gestern, zwei Kater, und die haben uns auf Trab gehalten, sage ich Ja. dir. Vielleicht gibt es ein bisschen Insta-Content, mal sehen. Und der eine hat die halbe Nacht meinen Daumen genuckelt und es war so süß, aber ich konnte nicht einschlafen. Und es ist es aber wert. Also man muss sich entscheiden zwischen Katzen und einem normalen Schlafleben. Ich habe mich für Katzen entschieden. Also wir haben uns für Katzen Das ist entschieden. schlimm, das ist ja wie mit Föten. Ekelhaft. Föten reimt sich auf töten. Ja, und Das das ist nicht kein ohne Zufall, Grund. ja. Ja, geil. Also das, was Tino hier gerade für mich in meiner Wohnung macht, ist quasi ein Bio-Attentat. Der schleppt sich selbst eine tödliche Biowaffe, kontaminiert mit Katzenhaar, in meine Wohnung. Ist der lebensmüde? Es traf mich sehr zu hören, dass du mich nicht mehr besuchen kommen kannst, wenn wir jetzt zwei Kater haben. Dafür bin ich umso öfter jetzt hier bei dir zu Hause. Schön. Von früh bis spät. Da freuen wir uns doch alle. Aber statt hier zu Hause zu sein, würde ich sehr viel lieber gerne in Japan sein. Ja. Allerdings, News der Woche für mich, ja. Japan hat für Tokio den absoluten Corona-Notstand ausgerufen. Ja. Auch bedingt durch die WM, die WM, ha! Die Olympischen Spiele. Und übrigens, das Einzige, was bei mir in 7 Jahren Latein hängen geblieben ist, ist, dass meine Lateinlehrerin darauf gepocht hat, immer zu betonen, dass die Olympiade die Zeit zwischen den Olympischen Spielen ist. Also die Ah. 4 Jahre dazwischen, das ist die Olympiade. Wenn man also sagt, ey, die Olympiade ist in Japan, das ist Quatsch. Wie heißt es dann? Die Olympischen Spiele oder wie? Ja. Ah. Ja. Wieder Ja. was gelernt. Ein Podcast mit Mehrwert. Ist Und ich so. habe auch gelesen, dass es bei den Olympischen Spielen in Japan keine Zuschauer geben soll. Richtig. Gar keine. Also nicht mal die Einheimischen dürfen da jetzt rein. Ja. Finde ich gut, denn keiner sollte sich diese langweilige Scheiße anschauen. Aber Skaten ist natürlich olympisch Ja. jetzt seit diesem Jahr, sprich seit letztem Jahr, denn wir haben ja gerade die Olympischen Spiele 2020. Super geil. Und das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Aber immerhin, ich glaube, ich hatte es ja hier schon mal angesprochen, hat die CDU jetzt plötzlich erkannt, oh, man müsste jetzt mal ein paar Skateparks erschaffen, um einfach international konkurrenzfähig zu sein. Werden wir bald Armin Laschet sehen auf rollenden Brettern? Ja, auf rollenden Brettern, auf Planken, ins Wasser, auf Piratenschiffen, da sehe ich ihn. Würdest du ihn wählen, wenn er einen Spot machen würde, wo er skatet und sagt, ich lege meinen ganzen Fokus nicht auf Corona, Flüchtlingskrise, alles Quatsch, nein, Skater, das ist die Zukunft. Das ist witzig. Du hast jetzt unintentionally Puns gemacht, denn ein Spot ist ja auch beim Skaten ein Ort, an dem man gut skaten kann. Ah.
Das war jetzt quasi eine Doppeldeutigkeit, die du hier rein performt hast. Das habe ich gewusst. Nein, würde ich nicht, denn das ist ein kleiner Hurensohn. Ja, ich habe eine Story auch gemacht, glaube ich, gestern. Er wurde von der Zeit interviewt, also von der Zeit, die uns alle umgibt. Mhm. Und hat sowas erzählt wie, nee, er hat erstmal gesagt, dass seitdem er im Amt ist, als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dass dann irgendwie die Umweltzahlen besser sind und so weiter und alles ist super. Mhm. Und dann meinte halt der Redakteur so, ja, aber es liegt an ihren Vorgängern, die haben das ja ins Rollen gebracht und es dauert eben ein paar Jahre, bis es genehmigt wird. Dann meinte er wieder, ja, alles, was schlecht läuft, ist meine Schuld, was gut war, war die Vorgängerregierung, mhm. Guckt mal alle wieder runter und so. Er hat sich mit fremden Federn schmücken wollen, der Armin Laschet, und der sinkt immer mehr in der Gunst der Wähler und auch in meiner Gunst. Also ich fand ihn noch nie richtig spannend, ich dachte, er ist eher so ein Langweiler. Und hat überhaupt nicht die Hoheit eines Kanzlers. Er aber will er ist, die Hoheit sein. Aber er ist inzwischen halt echt, also ganz unten durch. Und ich will ihn nicht als Kanzler. Null. Ja, also für mich ist das auch so eine Sache. Ich habe da so ein anderes Wahlverhalten als manch anderer, den ich kenne. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Der wird jetzt auch garantiert nicht von irgendwelchen Personen erkannt. Aber der sagt zum Beispiel, ich weiß ehrlich gesagt nicht wer, die Grünen oder die Linken oder so, sagen, dass man keinen privaten Waffenbesitz haben darf oder so. Mhm. Was halt ein so eine Randsache ist, ob das dann durchgesetzt wird oder nicht, ist halt die andere Frage. Aber das stand wohl irgendwann mal in einem Wahlprogramm. Und da die Person gerne Waffen besitzt, ist automatisch die ganze Partei unwählbar. Aber nach diesem Wählverhalten würde ich halt, weil du das jetzt mit dem Skaten hast, würde ich jetzt eher nicht so gehen. Natürlich, wenn jetzt Armin Laschet sagt, ich komme an die Macht und dann verbiete ich Skateboard fahren, dann würde ich auf jeden Fall auch nicht Armin Laschet wählen. Ja. Aber ich denke da schon eher so ein bisschen, weißt du, aufopferungsvoll, wie ich bin, denke ich da so ein bisschen. Ja, also wenn der Armin sagt, Skaten wird sofort übelst geil supportet, dann denke ich mir halt, aber der Rest ist vielleicht nicht so geil und dann werde ich nicht dafür wählen, was nur übelst in meinem Interesse ist, weil ich einfach so ein toller Mensch bin. Wow. Nee, ach, Skaten muss ja auch weiterhin rebellisch sein, so, weißt du? Alles schön zerkranken. Findest du es eigentlich cool, dass Skaten jetzt mehr mainstreamig wird durch die Olympischen Spiele? Oder willst du, dass es so bleibt, so punkig bleibt und er so ein... Das wird immer punkig bleiben. Also auch wenn es, klar, es ist geil, wenn man nicht mehr angespuckt wird von Leuten oder übelst, Alter, das Allerdümmste von allen ist, wenn du irgendwo eine Straße runterfährst, du darfst ja nicht auf dem Fußweg fahren, du darfst nicht auf der Straße fahren, eigentlich darfst du gar nicht fahren. Ja. Und dann fährst du halt auf der Straße, weil du Fußgänger nicht töten willst und dann fährst du am Rand, wie halt ein Fahrradfahrer fahren würde, so, und dann hupen dich die Autos an. Das ist so kerngestört zu denken, dass das gut ist, wenn du vor dir einen Skater hast, oder von mir aus auch einen Fahrradfahrer, ne, und du fährst dem dicht auf und hupst, was übelst laut ist, dann erschreckt die Person im Zweifel und fährt in dich rein und du hast einen Typen getötet. So, geil. Ja. Also das ist wirklich die dümmste Scheiße, die man machen kann. Das passiert so fucking oft. Ich habe mir halt sehr, sehr früh schon angewöhnt, mich auf dieses Hupen trainiert und drehe mich dann um und wink freundlich so. Du hast so einen Hubraum hier in der WG, wo du immer übst jeden Tag, dass du dich nicht erschrickst vor den Autos. Ja. Hubraum, witzig. Ja. Dino, haut hier die Doppeldeutigkeiten um sich. Aber aus Versehen. Ich kenne die Person auch, von der du gerade gesprochen hast, die halt gern Waffen mag oder besitzt zumindest und gern möchte, dass es auch so bleibt, dass er sie besitzen darf. Und wir hatten auch schon eine Diskussion darüber und ich bin ja eher so ein Waffengegner. Steile These, aber ich finde Waffen einfach scheiße, weil die Menschen töten können. Ja, ist richtig, aber ich verstehe auch den amerikanischen Ansatz, wenn die Regierung schon Waffen hat, dann zumindest das Recht haben, auch wenn ich es nicht haben wollen würde, auch nicht, dass irgendwie, also Open Carry finde ich richtig degeneriert, also in Texas kannst du ja rumlaufen mit deiner Waffe ganz präsent so am Gürtel. Das ist halt wirklich, das braucht kein Schwein. Ich hab's noch gelesen, bevor ich losgelaufen bin, dass es vergangenes Wochenende auch wieder 400 Schießereien gab in den USA. Mhm. 400 an einem fucking Wochenende in den USA. Ja. Und das finde ich einfach fürchterlich. Und ich bin froh, dass hier alle, also fast alle Parteien in Deutschland dem so ein bisschen einen Riegel vorschieben, außer die AfD und FDP, glaube ich, die wollen so Waffenfreiheit. Ja, aber also ich finde das in Deutschland echt schon okay geregelt, wenn man Waffenschein haben muss und so. In Amerika von gehst du halt in fucking Walmart und kriegst deine Waffe so, wenn du Bock von hast. Mir aus. Es sollte vielleicht noch mal ein bisschen strenger drauf geachtet werden, dass irgendwie die Person irgendwie psychisch stabil ist. Ich weiß nicht, wie man das regelmäßig kontrolliert oder so. Also zumindest keine
Das sind ja meistens die Leute, die dann Attentate machen, die irgendwie nicht so ganz psychisch auf der Höhe sind. Jetzt habt ihr vielleicht ein komisches Geräusch gehört, weil dieses Stativ hier ein bisschen am Wackeln ist. Ja, es ist mein Stativ, es ist halt mein Billo-Zeug. Und es gab mal in Erfurt eine Aktion, die ich witzig fand. Da hatte die FDP, Ja, aber. warte, Robert Steinhäuser. Genau. Oh Gott. Es hat etwas damit zu tun, aber nicht die Aktion an sich fand ich witzig. Das war. Es gab in irgendwo im Norden von Deutschland gab es die FDP, die hat irgend so ein Plakat gemacht mit Schießsport ist Freiheit. Und so ein Typ mit so einem Hirschschutz auf dem Kopf. Und hat halt irgendeine Person, und ich weiß nicht, wer es war, hat vor das Gutenberg-Gymnasium dieses Plakat aufgehangen mit Schießsport ist Freiheit. Und das war ein Riesenskandal, alle waren schockiert. Und ich fand die Aktion aber sehr witzig. So. Und Kann ich mir vorstellen, es gab einen dass riesen Aufschrei in den Medien auch und so, da wurde nach der Person gefahndet. Und es war witzig. ist halt witzig, also ist witzig danach zu fahnden, weil an sich ist es ja kein Verbrechen, oder? Ist halt eine Nee, Geschmacklosigkeit im ja. Zweifel oder Also man so. darf halt keine Wahlplakate aufhängen, außer der Reihe so. Du musst es anmelden. Das war vielleicht so ein Oh Punkt. nein! Aber ich weiß nicht, ob es dann noch Konsequenzen gegeben hätte für die Person, weiß ich nicht. Auf moralischer Sicht, glaube ich auch nicht. Es ist ja quasi, es ist ja okay, es sind zwei Dinge, die ja okay sind. Eine Sache ist okay, dieses Plakat aufzuhängen irgendwo. Das ist ja auch eine Meinungsfreiheit von mir aus. Das andere ist ja, ein Wahlplakat von der Schule zu hängen. Aber irgendwie zwei Sachen zu verbinden miteinander, das zu kreuzen, dass das ein Riesenaufschrei wird, Rassenschande. den Kontext ändern, ist Rassenschande so. Und das fand ich einfach witzig zu beobachten, dass das auf einmal so ein Riesenproblem ist. Du hast dieses Plakat umgehangen, quasi, das war ein Riesenproblem auf Ja, einmal. das ist ja wie irgendwie Apfel mit Senf essen oder so. Zwei gute Sachen, die dann kombiniert plötzlich komisch sind. Apfel und Senf, sicher? Ist das so schlecht? Also ich kotze gerade bei der Ja, Vorstellung. die Ist Vorstellung. das, was mir direkt in den Sinn gekommen ist bei ekliger Kombination. Neulich war ich zu einem Grillabend eingeladen und da gab es so Würstchen, also wir hatten so Tofu-Würstchen und so. Und da gab es auch noch so eine Schokosoße, ein Schokodip für die Würstchen. Das ist ja eh nur. Schokodip für die Ja, aber es sind Würstchen. ja keine echten Würstchen, das ist ja eh nur so Ja, aber Pflanzen. auch die Fleischessenden hatten auch echte Schweine-Rinder-Würstchen und haben dann das da reingedippt. Ekelhaft, Alter. Denk dir mal, stell dir mal vor, du wirst da in so einem kleinen Gehege großgezogen, abgeschlachtet, nur um dann in Schokolade gedippt zu werden. Ja, ne? Wah! Das war jetzt voll die Vegan-Propaganda, aber Auf jeden ja, also Fall. ich fand's, ich hab's probiert und es war weird, um zu reimen, aber es war jetzt nicht schlimm. Also ich hab's dann auch nicht nochmal gemacht, aber ich dachte mir, okay, spannend, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber es war jetzt nicht so mein Geschmack. Ich hab's dann nicht fortgeführt. Aber es Okay. geht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich wäre jetzt gerne in Japan. Ja. Haben wir jetzt einen großen Bogen geschlagen, aber geht nicht und wird auch dieses Jahr ziemlich safe nicht mehr gehen, was super bitter ist. Denn ich dachte mir schon so, ja, hey, Geburtstag und so, ey, Oma, wie sieht's denn aus? Guck mal, ich war lange nicht in Japan. Du hast doch dein Leben lang Geld verdient, viel. Ja, also es ist schon sehr schade. Du müsstest ja auch erst irgendwie in Quarantäne ewig, hast du erzählt, Ja, ne? 14 Tage. Und jetzt ist halt eh, jetzt ist eh vorbei. Ich Ja. weiß gar nicht, wie die Zahlen jetzt aktuell sind. Ich habe ja Ja, diese tolle die sind App. halt gar nicht so krass. Aber es steigt Aber tendenziell, das ist ja das Problem. ja. Ich kann diese App empfehlen, Hashtag unbezahlte Werbung. Darf ich das, heißt die. Und da kann man auf einen Blick sehen, wenn man das möchte, verschiedene Landkreise und Städte, was sie für Frag die Zahlen App mal, ob haben. du ans Gutenberg-Gymnasium irgendwas hängen darfst. Hier, guck mal, hier war noch 000133344644. Also es steigt insgesamt, in Weimar zumindest. In Thüringen ist es eher so, ja, hin und her, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und deutschlandweit ist es eigentlich auch so ein. Es steigt ein bisschen. 555455. Ja. Oh, es soll sich noch ein paar Wochen zusammenreißen, Alter. Ein paar Wochen bitte. Ja. Einmal ein bisschen Geburtstag und dann, ja, können wir alle wieder in unsere Häuser gehen und abschließen. Wer sich nicht zusammenreißen konnte, war ein kleines Mädchen bei der EM, dem EM-Spiel Deutschland gegen England. Da wurde nämlich ein Mädchen eingeblendet, was bitterlich geweint hat nach der Niederlage. Und es Ja. wurde ganz groß gezeigt, auch im Fernsehen. Und da haben sich so England-Fans lustig gemacht, sie verhöhnt, ganz bitterlich. Und sie hat dann ganz doll geweint irgendwie. Und das hat einem Briten voll leid getan. Hat eine Spendenaktion aufgerufen. Hier, wir spenden für das kleine Mädchen. Die wurde jetzt irgendwie zum Opfer von Verhöhnung. Und hat dann Geld gesammelt und es kam 40.000 Euro zustande für dieses kleine Mädchen. Ich dachte mir, geil, Alter, die ist gut, ich bin neidisch auf sie. Aber sie hat es gespendet.
an UNICEF. Ehre! Ich wollte gerade sagen, die hat irgendwie mein Geschäftsmodell für sich entdeckt. Das ist ja quasi, was ich über Patreon mache. Genau, rumheulen. 10 Jahre lang haben die Leute über mich gelacht und dann kriege ich jetzt Schadensersatz dafür. Ja, genau. An dieser Stelle ein saftiges Danke an die ganzen Patreon-Supporter. Das ist wirklich sehr, sehr sweet. Vielen Dank, dass ihr die Stange haltet und werdet reichlich belohnt dafür mit Quote-Quest demnächst. Hab ich gehört. Und The Table aktuell. The Table auch. Sehr, sehr witzig. Auf jeden Fall. Mit Imp. Schön. Ein Stargast. Ich bin sehr begeistert. Und ist auch sehr aktuell, diese ganzen querdenkenden Leute und Verschwörungstheoretiker, die betteln auch gerade jeden Tag nach PayPal-Support und Spenden und so weiter. Schön, dass das deine Überleitung ist, wenn ich mich ja bei den Patreon-Supportern bedanke. Es gibt Menschen, die kann man durch guten Content durchaus unterstützen, finde ich. Mhm. Dann gibt es aber auch Menschen, wie dich zum Beispiel, sollte man halt nicht unterstützen. Das ist eigentlich eine witzige Betrachtung. Würdest du sagen, dass das Content ist, den Attila Hildmann so macht? Ja, es ist Content. Es ist Unterhaltung, für mich zumindest, ja, oder auch diese ganzen anderen, wie heißt denn der? Heiko Schrang und solche Leute. Na, der macht auf jeden Fall Content. Genau, und es sind halt Märchen. Ich habe letztens diskutiert mit irgendeiner Person auf Facebook, auch zum Thema Verschwörungstheorien. Die wollte mir irgendwelche Sachen auftischen von irgendwelchen Pseudowissenschaftlern und Ärzten. Da hat er dann am Ende so geschrieben, na, endlich wach geworden. Da habe ich nur kommentiert, bei Märchen schlafe ich eigentlich eher ein, als dass ich aufwache. Der hat mich dann blockiert, war dann richtig böse auf mich. Aber es war ein guter Konter, war ich sehr stolz auf mich. Und was mich zum nächsten Thema führt, Heiko Schrang, der Verschwörungstheoretiker, der mit der Klatze, der immer so Mist erzählt, der wurde bei ARD Kontraste letztes Jahr als Esoteriker und Antisemit bezeichnet, hat geklagt dagegen, hat verloren. Das heißt, Kontraste durften ihn Antisemit nennen, Rechts-Esoteriker. Da würde ich dann eine Sondersendung machen. 10 Minuten lang nur sein Gesicht. Antisemit, Antisemit, ja. Antisemit. Wäre witzig. Das darfst du bestimmt. Aber das ist ja jetzt auch ein Präzedenzfall. Da darf ich das ja auch einfach selber machen. Ich glaube im Zusammenhang, wenn du es belegst, ich glaube schon. Also es ist wie, wenn man Höcke Faschist nennen darf. Also es gibt Menschen, die sagen jetzt Faschist zu ihm. Aber andere wie Bodo Ramelow sagen immer dazu, es ist der Mann, den man laut eines Gerichtsurteils Faschist nennen darf. Um sich da ein bisschen nochmal zu distanzieren, mehr oder weniger, von dem ganzen Geschehen. Finde ich gut. Also man darf ja, also Alice Weidel wurde ja als Nazi-Schlampe bezeichnet, durfte man auch machen. Höcke als Faschist und jetzt Heiko Schrang als Antisemit und Rechtsesoteriker. Meinungsfreiheit. Und was man auf jeden Fall auch machen darf, ist die Teletubbies als Qualitätscontent bezeichnen. Ist das so? Das war meine Überleitung zu dem Spaßfakt diese Woche. Ich sage bewusst nicht Funfact, denn es ist leider keiner gestorben. Der Spaßfakt, die Teletubbies sind auf Twitter vertreten, habe ich festgestellt. Ja. Und das wusste ich nicht und ich frage mich warum, weil die Zielgruppe von den Teletubbies sollte eigentlich keinen Twitter nutzen. Eigentlich sollte ja keiner Twitter nutzen. Die wollen die Eltern erreichen, weil man darf ja eh keine Werbung für Kinder machen. Konkret. Aber der Content auf Twitter ist schon so Richtung Kinder auf jeden Fall. Es ist ein bisschen weird. Und jetzt gab es einen großen Eklat. Oh nein. Die Teletubbies sind geimpft. Nein. Und auf ihrer Impfurkunde, die sie da so stolz zeigen, da steht ein anderes Geburtsdatum, ein späteres Geburtsdatum, als die Ausstrahlung der ersten Sendung. Und jetzt sind die Verschwörungen natürlich groß. Oh, Hildmann wittert schon die große Verschwörung. Sind die Teletubbies in der zweiten Generation? Sind die gestorben und wurden wie ein geliebtes Haustier heimlich ersetzt? Die wurden ausgetauscht. Es gibt ja die Theorien, dass Angela Merkel auch nur gespielt wird von irgendeiner Monarchin und von Teletubbies, genau. Angela Merkel mal als diese Sonne bei den Teletubbies. Genau. Würde ich wählen. Ja, richtig. Witzig. Ja, also ich bin erstmal überrascht, dass die Twitter haben, die Teletubbies. Aber drehen die auch noch aktuell? Also produzieren die noch Content? Ich dachte, das läuft ausgelutscht. Noch. Nee, das läuft noch. Tappi ich möchte im wetten, Filmfilm. Mittlerweile ist da auch mal ein schwarzes Kind in der Sonne gewesen. Oh. Obwohl das halt vielleicht ein bisschen komisch dann aussieht. In dem Kontext, ja, mit der Sonne, wenn es so heiß ist, ja. Nee, auch, dass das halt so ein dunkles Gesicht dann da ist. Weil die Sonne ja eher so hell. Egal. Welcher Himmelskörper könnte schwarz sein? Der Himmel. Der Himmel an bei sich. Nacht. Bei Nacht, genau. Ja. Hier gecastet, ein schwarzes Kind als der Himmel. Oh, schwierig. Ja, ich wollte auch eigentlich nur elegant überleiten, denn München und Berlin wollen das Schwarzfahren abschaffen.
Verbieten endlich, ja. Dankeschön. Ja. Nee, und ich dachte mir direkt, ja, wie geil, ich habe ja in Berlin eh noch nie ein Ticket gekauft. Das kann ja ich auch selten, so weiter, ja. weitermachen. Also in der U-Bahn ist es sehr safe, aber oben, wenn du S-Bahn fährst, musst du schon aufpassen. Wenn da so Leute reinkommen, hatte ich erst vor ein paar Wochen, als ich da war, wieder, wenn so Leute mit so einem Fanny-Pack ankommen, was so vorne ist, ja, da musst du aufpassen. Also ich habe gelernt damals, als ich zum ersten Mal in Berlin war, wenn du kontrolliert wirst und ein Ticket hast, dann mach es ganz langsam, also langsam rausholen, nochmal nach dem Ausweis fragen und so, ob es auch echte Bahnangestellte sind. Dass du halt Zeit schindest für Menschen, die kein Ticket haben, dass sie halt dann rausrennen können oder flüchten können. Wurde mir so gesagt, ob ich es auch gemacht habe, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das wurde mir so als Tipp gegeben. Ja, und wieso wurde das Schwarzfahren jetzt abgeschafft, Tino? Ich könnte jetzt einen rassistischen Witz machen, aber mache ich jetzt nicht. Ja, und genau deswegen wird es nämlich abgeschafft. Echt? Es heißt jetzt nicht mehr Schwarzfahren, sondern Fahren ohne gültigen Fahrschein. Das ist es ja auch letztendlich. Aufgrund der Angst vor Rassismus. Wie ich deine Augen wieder sehe. so ein Scheiß, ey. Ja. Es ist ja nicht das einzige Wort. Es gibt auch noch dieses Schwarzarbeiten. Alles, was schwarz ist, ist immer schlecht. Und da ist doch die Frage, warum eigentlich? Whitewashing gibt's doch auch, oder? Aber es ist ja was Gutes für Weiße, Whitewashing. Das ist ja, wenn du irgendwelche bunten Charaktere aus Büchern in Filmen nur weiß darstellst. Das war das. Nee, ich habe das gerade verwechselt. Aber es gibt Whitewashing, da hast du recht. Das ist schlecht. Also für Weiße soll es gut sein, aber für Diversität ist es eher schlecht. Ja, aber das Schwarz hat halt nichts mit Hautfarbe zu tun. Ich kenne die Herkunft nicht von Schwarzarbeiten und Schwarzfahren. Schwarz, pass auf. Sich schwarz ärgern. Hat Waxel gesagt, Alex, oder wahrscheinlich eher sei Freundin, Schwarz kommt von Schwarz, S-H-V-A-R-T-S, und heißt Armut. Also es ist noch also von Armutsarbeiten, von Armutsfahren. Naja klar, wenn du arm bist, fährst du schwarz, ist ja klar. So. Ja, also wenn man die Herkunft betrachtet und es auch so stimmt, dann verstehe ich es weniger. Aber ich weiß nicht, wie es Menschen geht, die jetzt schwarz sind, wie die darüber denken. Wenn es Menschen gab, eine große Gruppe von schwarzen Leuten, und die beschweren sich darüber, dann finde ich es legitim, darüber nachzudenken, das abzuschaffen. Kann ich verstehen. Jeder liebt schwarz. Guck mal, wir sind beide komplett in schwarz gekleidet. Schwarz ist cool. So. Ja, sicher. Aber weil es auch... Und schwarze Jeans ist ja auch cool, aber schwarz fahren ist nicht cool, weißt du? Und schwarz arbeiten ist nicht cool. Wir haben uns gerade damit profiliert, dass wir nie Tickets kaufen. Also schwarz fahren scheint schon ziemlich cool zu sein. Ja, aber es ist ja jetzt eher was negativ konjunktiertes so in der Gesellschaft und im Staat. Mit dem will man ja ein bisschen vorbeugen. Ich weiß nicht, ich frag euch, liebe Menschen da draußen, die jetzt nicht weiß sind, wie findet ihr es, dass Schwarz etwas Negatives in der deutschen Sprache bedeutet? Ja, ist es ja egal. Das ist nicht immer was Schwarzes. Schwarzmalerei, okay, gibt's ja. Noch. Mhm, schwarz. Sich schwarz ärgern? Ja. Ob das. Also bei Schwarz ärgern, da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass es was mit Hautfarbe zu tun hat. Mhm. Weil die halt. Die Sklaven in Amerika haben sich auch schwarz geärgert. Also, weißt du, weil die halt. Ich glaube nicht, dass das daher kam, aber. Ja. Ja, aber ich. Aber ist ja auch nicht. Also, ich finde es jetzt nicht so schlimm, sich darüber aufzuregen. Also, ich finde es okay. Ich sage auch Schwarzfahren häufig, wenn ich das davon spreche. Mir ist es auch hier weitestgehend egal. Ja, es ist gerade ein aktuelles Thema und die Woche war nicht so viel. Deswegen kann man es mal besprechen. Sommerloch. Aber es ist. Also, zum einen ist es für mich relativ egal, sollen sie machen. Zum anderen ist aber aufgrund dieser Egalhaltung für mich. Warum beschäftigt man sich mit so einer Kleinigkeit dann überhaupt? So. Da gibt es bestimmt andere Mittel und Wege, wie man Rassismus gegen Schwarze irgendwie verringern kann. Ja, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Man kann ja erstmal bei einem anfangen, weißt du? Man kann ja sagen, okay, das ist ein Problem. Offenbar gab es ja Menschen, die gesagt haben, hier, Schwarzfahren ist... Meinst du, dass es wirklich so ist, dass Schwarze gesagt haben, ich weiß es nicht, kann ja oder sein. Oder dass nicht andere gedacht haben, oh Moment, da müssen wir jetzt ganz schnell was machen. Ich war auch letztens zur Fortbildung, wo sie auch gesagt haben, es ist immer ein Problem, wenn Weiße versuchen, Retter zu sein und irgendwie Probleme aufmachen, die vielleicht gar keinen Sinn für die Menschen, die betroffen sind. Ja. Also ich finde es auch viel spannender, oder nicht spannender, aber viel wichtiger, wenn Menschen, die betroffen sind, aufschreien und sagen, hier, pass mal auf, das ist scheiße, das zu sagen, da fühle ich mich diskriminiert. Ja. Weißt du, was mich an der Sache halt am meisten stört wieder? Dieses Spracheffizienz-Ding, was ich halt immer habe. Wenn man Schwarzfahren sagt, weiß man sofort, was gemeint ist.
Und es ist super kurz. So. Und ja, jetzt aber Spracheffizienz ist ja nicht Fahren alles. ohne gültigen Fahrschein. Warum kann man da nicht irgendwie, weißt du, ein anderes Wort für finden oder ja, so? Ja, guck mal, es ist auch effizienter, einfach zu sagen, du Arsch statt Robin. Ist auch kürzer. Ja. Ich gehe den Arsch besuchen. Ja. Immer Arsch zu sagen, ist auch scheiße, oder? Darfst du gerne machen. Nee. Nee, also komm, aber man hätte doch irgendwie eine Alternative finden können. Zum Beispiel. Machen sie ja gerade. Ja, aber eine Alternative, die kurz und knackig ist. Das meine ich ja. Das ist ja immer mein Problem, dass wenn man die Sprache verkompliziert statt vereinfacht. Statt Schwarzfahrer kann man vielleicht sagen Falschfahrer. Ja, keine Ahnung. Betrugsfahrer. Betrüger. Einfach Betrüger einfach oder Betrügerin. Ich überleg mal. Ja, ja mach ich mal. Überleg mal. Wie du schon Bürgermeister eingeführt hast, ja. Denk dir mal eine Sache aus, um das zu verkürzen. Du potenzieller Bürgermeister in Spee, lieber Tilo, ja. Wer ist denn jetzt eigentlich im EM-Finale? Hä? Keine Ahnung. Na, was meinst du? Drop mal zwei Länder. Naja, als wir letztens hier am Teeplatz waren, haben doch die Italiener so gefeiert. Hier im Restaurant. Mhm. Ich glaube Italien und Schweden. War Schweden da überhaupt mit drin? Haben die sich überhaupt qualifiziert? Ich dachte, es war so ein Ding von wegen, wenn irgendwie Dänemark und Schweden im Finale sind, würde oben im Fernsehbild stehen Sweden, wegen den Abkürzungen und so, und Dänemark irgendwie. Ja, das Sweden und Dänemark, wenn, weil das nicht Dänemark. Für Schweemark. Irgendwas anderes, steht keine Ahnung. Aber es gibt so zwei Sachen, die möglich gewesen wären. Ja, nee, keine Ahnung. Also 50% richtig, Tino. Italien gegen England. Und England hat ja klar, uns Deutsche rausgekachelt. Das geht ja mal gar nicht. Das heißt, die ganze Welt möchte jetzt, dass Italien gewinnt. Mhm. Nee, eigentlich geht es eher darum, dass die Engländer sich so ein bisschen scheiße verhalten und keiner mag englische Fußballfans, weil... Haben wir ja bei den Mädchen gesehen, die haben die ja. dumm gemacht. Hier geht es nämlich direkt noch weiter. Der Herr Schmeichel von den Dänen wurde angelaserpointert. Habe ich auch gelesen, ja. Und das ist auch nicht gut für die Augen. Von den England-Fans? Ja. Und das ist, da wird jetzt auch nachgefahndet. Das kann auch sehr teuer werden. Ich habe das mal gelesen, dass Jugendliche auch so Helikopter angeleuchtet haben mit Laserpointern. Das wurde richtig teuer. Ja. Macht nicht, Leute. Nicht mit Laserpointern irgendwelche Flugzeuge und Hubschrauber anblenden. Und vor allem keine Fußballer. Ja. Denn das wird richtig teuer und richtig blöd. Ich habe schon wieder nicht nachgeguckt, wann wir angefangen haben. 40. 40? Heute ist übrigens Freitag, okay. Liebe Leute, weil ich muss am Samstag arbeiten. Ja. Auf den CSD in Altenburg. Das ist der erste CSD dort. Und es gab richtig krasse Drohungen gegen die Initiatoren vom CSD. Und es wird sehr spannend, ob wir morgen alle abgeschlachtet werden oder ob es einfach friedlich vonstatten gehen wird. Aber was heißt denn krasse Drohungen? Der... Ist es ein Verein? Ich weiß nicht. Aber vom Bündnis, also das CSD-Bündnis, der Vorsitzende wurde mit Mord bedroht. Oha. Das ist uncool. Das ist meine Einschätzung. Und einfach nur so oder hey, wenn ihr dieses Event macht, dann oder... Ich weiß, ich kenne den Wortlaut nicht, aber es gab heftige Drohungen gegen die Leute dort und es ist wohl auch Gegenprotest angemeldet. Ob jetzt legal, weiß ich nicht, aber jedenfalls soll es da so irgendwelche Neonazis geben, die da aufmarschieren wollen als Gegenprotest. Wird wie spannend. Fragil muss man sein, um sich bedroht zu fühlen von so Leuten, die so bunt durch die Straße tanzen? Ja, die haben halt Angst, dass Kinder das sehen und dann schwul werden. Hm, so funktioniert Sexualität. Das ist wie wenn du im Zoo mit deinem Kind bist und guckst so einen Elefanten an, dann wird dein Kind auch zum Elefanten. Wenn schwule Titanic sehen, werden die halt auch hetero. Genau, richtig. Weil die sich da so schön lieben in dem Auto. Da musst du aufpassen. Das ist halt die Intention der Faschisten. Ich weiß es auch nicht, ich finde es auch affig. Keine Ahnung. Ist auch übrigens hart, wie verbreitet auch in Europa noch diese Konversation, wie heißt es? Conversion Therapy, wie genau. heißt das auf Deutsch? Ja. Konversionstherapie. Konversionstherapie. So, wir reden jetzt mal über Analsex. Nee, Therapien müssen immer ohne Worte stattfinden. Ja. Wie verbreitet das tatsächlich noch ist. Ja. Und nicht verboten. Es gibt viele Länder, wo es verboten werden soll, aber immer noch nicht ist. Auch in Europa echt viel verbreitet noch. Und da muss man sich mal überlegen, so wer jetzt vielleicht hetero ist, ja, und hier zuhört, wenn dir irgendjemand sagt, hey, ne, wir machen jetzt mal, dass du nicht mehr auf Frauen respektive Männer stehst. Ja. Wie wahrscheinlich denkt ihr, ist das, dass das funktioniert? Das funktioniert nicht. Auch die Nazis haben damals schon Experimente gemacht zu dem Thema und es
klappt nicht. Es ist einfach unmöglich. Du musst da ganz, weiß ich nicht, man weiß ja nicht so richtig, wo das herkommt, so die Sexualität, ob die jetzt in der DNA ist, in den Genen, Umwelteinflüsse, vielleicht auch ein bisschen von allem. Aber das kannst du nicht ändern. Es funktioniert nicht. Ja. Weil du es gerade ansprichst, in Ungarn ist jetzt auch das Gesetz in Kraft getreten, dass man nicht mehr aufklären darf zum Thema Homosexualität. Also es werden jetzt sämtliche Darstellungen von nicht-heterosexuellen Handlungen werden jetzt verboten und Ach unter so, ich Strafe dachte, da wird gestellt. jetzt einfach wild rumgebumst, ohne es zu erklären. Schön So, auf wär's. der Straße. Officer, was machen Sie da? Keine Aussage. Bum, bum, bum. Man darf schwul sein, glaube ich, und das auch praktizieren, wie in Russland, aber man darf es nicht irgendwie kundtun und nicht positiv darstellen. Da ist Ungarn sogar radikaler als Russland. Man glaubt es gar nicht. Schön, das ist doch alles sehr, sehr schön. Und zu dem Thema, der Präsident von Haiti, Ach, du hast es auch. Ich ich habe es dachte, auch das wäre so ein geschrieben. bisschen an der westlichen Welt vorbeigeschrammt, weil Haiti, wer interessiert sich schon dafür? Aber Tino, was ist mit dem nochmal passiert? Hat der schwulen Sex gehabt? Schön wäre es gewesen, hätte er mal machen sollen. Nein, er ist leider erschossen worden in seinem eigenen Haus quasi. Und seine Frau ist auch verletzt worden. Ich weiß nicht, wie er heißt. Moise, guck mal, Moi mit zwei Punkten und se. Moise, keine Mäuse, Ahnung. kennt Dieser, man. ja. Mäuse, Ratten, Nagetiere. Genau, der wurde erschossen und von einer Gruppe unbekannter Leute. Man weiß auch nicht, wer das gewesen ist. Aber ihm werden Korruption vorgeworfen und enge Bindungen zu kriminellen Gruppierungen und so weiter. Tja, Also er war also jetzt nicht ganz so lupenrein. der war schon eher so Diktator und wollte also möglichst lange die Macht an sich reißen. Yum, Er yum, hat ja yum. auch, also die erste Wahl von ihm wurde ja auch damals annulliert wegen irgendwelchen Unstimmigkeiten und ist dann Wäre wiederholt die mal worden. annulliert worden. Ja, sag ich doch, mehr Wir machen hier richtige vegane Schwulenpropaganda heute, Tino. macht mehr Sex, Leute, auch mehr Schwulensex gerne. Also mehr, da gibt es diesen Song von Trailer Park, Dicks hacken. Wenn alle mehr einfach Dicks hacken würden, wäre es, ging es der Welt viel besser. Meine Dick Überzeugung. sacken statt Dicks hacken. Ja, danke. Und ich glaube auch, dass sehr viel Probleme in der Welt entstehen und Kriege durch sexuelle Frustration. Das ist meine Überzeugung. Ja, deswegen ist Deutschland unter Merkel so friedlich, weil die so asexuell ist. Richtig. Und es gibt noch ein lustiges Statement, das ich gelesen habe vom Ministerpräsidenten Joseph aus Haiti, der jetzt die Macht übernommen hat. Der hat gesagt: Ich habe nur die Verantwortung, bitte bleiben Sie ruhig. Fand ich witzig, in dem Kontext von wegen: Ich habe zwar die Macht, aber ruhig bleiben, so, Ja. es wird schon alles gut gehen. Da musste ich kurz schmunzeln, als ich das gelesen habe. Bitte bleiben Sie ruhig. Bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position. Hier beginnt der wilde Ritt. Ja, also ist tatsächlich auch dieses Jahr schon mal passiert. Ich dachte so, wann ist denn das letzte Mal passiert, dass ein Führer von einem Land vernichtet wurde Das per geht, passiert Assassination? öfter, ja. Das war, glaube ich, Mali oder so, war dieses Jahr schon. Kann sein. Das ist gut. Letztes Jahr ja ein paar Leute von Corona hingerafft, Genau. Präsidenten und so. Aber ja, es ist trotzdem immer wieder ein Event, sag ich mal. Ja. Wer nicht erschossen worden ist, ist Donald Trump. Der hat es 4 Jahre geschafft, ohne irgendwelche großen Attentate. Ja. Es gab wohl so ein paar Vereitelte angeblich, aber keine richtigen Attentate auf ihn. Zum Glück, weil wir keinen den Tod wünschen. Und der, von ihm kam jetzt ein Statement raus. Sein ehemaliger Stabschef John Kelly Auch zitiert. was Schwules, das Stabschef. Ja, geil. Er zitiert Trump mit folgenden Worten: Hitler hat viel Gutes getan. Was hat das jetzt mit der Vernichtung zu tun von oder was? Nee, die Überleitung war, dass einer nicht erschossen worden ist, ein Ach Staatschef, so. und das war Trump. Der Ach hat es so. geschafft, jetzt die Das hast du letzten einfach vier nur. Ja, Jahre, okay. genau. Und genau dieses Statement kam gerade zutage von John Kelly, der fassungslos war angeblich und Trump davon überzeugen wollte, das nicht zu sagen und das zurückzunehmen. Hat Trump aber nicht gemacht. Und das war wohl irgendwie im Zuge von irgendwelchen Feierlichkeiten des Ersten Weltkriegs oder Ende des Ersten Weltkrieges und so. Also es war alles sehr, sehr seltsam und uncool. Und dann kam noch jetzt die Nachricht, dass Trump Google und andere Social Media Plattformen verklagen möchte Ja, wegen also der Lawsuit ist auch schon gefiled. unrechtmäßiger Zensur. Yes, und er hat, also man kann das auch nachlesen, die Formulierung ist halt genau backwards einfach. Ich rede viel zu viel Englisch, Alter, weil ich mir andauernd immer englische Scheiße angucke. Aber er sagt halt, dass die privaten Firmen nicht zensieren dürfen,
weil sie, also so steht es wirklich in der Anklage, weil sie dann staatliche Positionen einnehmen. Das heißt, der Staat darf laut dieser Anklage zensieren, aber die privaten Unternehmen nicht. Allerdings ist es genau falsch rum, in dem und in einem weiteren Fall, den ich gleich erläutere, denn der Staat hat ja die Aufgabe, das First Amendment zu schützen, also dass du wirklich Meinungsfreiheit hast, so. Ja. Das ist die Aufgabe vom Staat. Das Unternehmen wiederum ist ja eher eine private Instanz, die dann natürlich auf der eigenen Plattform eigene Regeln macht, so, Genau. wo da nicht irgendwie das Gesetz des Staates, ja, so. Das Hausrecht quasi, Genau, ja. ja, das Hausrecht hat man auch schon öfter, dass das halt nicht ganz so leicht ist bei so großen Dingern, die dann, also sowas wie Twitter ist halt irgendwie längst darüber hinaus, einfach nur eine Social-Media-Plattform zu sein. Das ist schon irgendwie fast so ein Public Square Ja, ein oder großes so. Medium halt, was so nicht eine Monopolstellung hat, aber nahezu eine Monopolstellung Ja, hat. weil da Und halt alle Promis wirklich am Start sind, ist es halt wirklich irgendwie wie so ein öffentliches Forum so ein bisschen. genau. Und das macht es halt ein bisschen schwierig, da mit Hausrecht zu argumentieren. Aber das nächste, was halt richtig dumm ist, und das muss ich jetzt, glaube ich, in meinem Kopf zurechtwühlen, um das wieder hinzubekommen, ist die Aussage, und da war ich auch schockiert an Artikel 13 erinnert, dass diese Anklage dafür sorgen will, dass die Plattformen für das mehr haften, was sie tun. So. Und der Gedanke da bei der Anklage ist, dass es dann weniger Zensur gibt, was aber genau Quatsch ist. Wenn du für alles haftest, was die Leute auf deiner Plattform posten, dann zensierst du ja erst recht alles weg, Natürlich, damit du ja. nicht selber am Arsch bist, weil irgendwie Trump zum Aufruhr aufgerufen hat. So, und letztendlich bist du der Schuldige, weil du die Plattform geboten hast. Also das Ding ist von hinten bis vorne Bullshit. Auf keinen Fall wird das so durchgehen. Rein theoretisch, und das habe ich auch schon mal erwähnt, rein theoretisch hat der US-Präsident halt auch die Macht, solche Unternehmen zu zerschlagen, aktueller Lage nach. Und das wäre halt vielleicht mal so eine Maßnahme, um das dann irgendwie wirklich halt so zu regeln. Weil hatten wir auch schon, von Hundertsten ins Tausendste, aber ne, wenn man Trump raushaut, dann ist das supi, aber wenn AfD, wenn Antifa-Accounts gelöscht werden, ist dann halt nicht cool. So. Und wenn man das halt so in irgendeiner Form verstaatlicht und das so zu so einem öffentlichen Forum macht, könnte man sowas vielleicht umgehen. So, Es dann fällt wird mir eben dann schwer, das zu wirklich vergleichen eine mit. Straftat, Moment, dann wird halt wirklich eine Straftat geahndet, wie Aufruf zum Aufruhr, was Trump halt gemacht hat, wobei ich glaube, dass er sich gesetzlich schon noch abgesichert hat mit seinem Rückrudern, was er danach gemacht hat. Aber einfach nur Ideen wie Antifa, ja, posten und veröffentlichen und bla, die werden dann halt nicht irgendwie einfach gesperrt oder gelöscht. So. Punkt. Ist halt schwer vergleichbar, finde ich immer noch, dass man diese so Links- und Rechtsradikale nicht auf eine Stufe setzen kann, weil ja Rechtsradikale tatsächlich sehr breit gefächert zu Gewalttaten aufrufen und sagen, hier, wer nicht unserer Meinung ist, also oder wer schwarz ist, wer muslimisch ist, homosexuell, behindert, keine Ahnung, die gehören für uns nicht in die Gesellschaft und gehören unterdrückt. Und Linke wollen eben nur, dass diese Menschen unterdrückt werden, die andere unterdrücken wollen. Das heißt, ich vergleiche es mal ganz gerne mit einem Arzt und einem Tumor, weißt du? Wenn Rechtsradikalismus der Tumor ist, der diesen Körper zerstören möchte, ist ja die Antifa eher der Arzt, der ihn wieder rausholt. Ist vielleicht auch ein bisschen Ja, romantisch von ist ein mir, bisschen sehr sehr romantisch, romantisch. aber so sehe ich es ein bisschen, weil die Antifa gäbe es ja in dem Sinne nicht, wenn es keine Faschisten gäbe. Ja, also ich wollte das halt gar nicht so rechts, links, schwarz, weiß, grau, bla betrachten wie du, sondern Ja. halt, dass wirklich diese Accounts dann für das jeweilige, was sie wirklich tun und nicht für die Ideologie, die sie verfolgen, gesperrt werden oder halt nicht. So, und wenn da jetzt ein konservativer Typ ist, der den ganzen Tag sagt, ja, ich finde Schule nicht gut, dann ist das halt erstmal nicht so problematisch, rein gesetzlich. So. Wenn aber dann wiederum ein Antifa-Account aufrufen würde, hier, wir treffen uns da und klatschen zu 20 den Typen da zusammen, das ist dann halt schon problematisch. So. Soll es ja auch sein, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, dass zum Beispiel, wenn man vergleichen möchte, ein Rechtsradikaler auf seiner Seite schreibt, hier ist ein Schwarzer hingerichtet worden, finde ich lustig, muss noch mehr passieren. Ja, das ist das eine. Und Linke sorgen eher dafür zu sagen, hier, der war das, der diesen Schwarzen zusammengeschlagen hat. Und die outen diese Rechtsradikalen. Und
Zu Gewaltaufrufen finde ich nie gut. Das sollte man immer irgendwie unterbinden auf Medien. Aber allein dieses Outen, Doxen von Faschisten, was ja auch diese linken, linksradikalen Blogs zum großen Teil machen, finde ich voll gerechtfertigt. Nun, Meine Meinung. gut. Wo wir gerade noch bei Amerika sind, dann arbeite ich das ganz schnell noch ab, Gerne. damit ich es wenigstens erwähnt habe. Es gab ein geleaktes Video, das hat mich dann sehr an diesen, was war denn das von ProSieben, dieser AfD-Doku? War doch ProSieben, Ja. oder? So, das hat mich sehr daran erinnert, denn es gibt einen GOP-Congressman, der Chip Roy heißt. Was ist das für ein Chip Name, Alter? Roy. Chip Roy. Cool. Und, also GOP ist quasi die republikanische, die Grand Old Party. Und der hat gesagt, Moment, ich möchte es zitieren, Chaos and inability to get stuff done ist, was er will. Also ähnlich wie diese eine Aussage von dem AfD-Typen, je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es der AfD. Heißt es hier, ja, bis 2022, bis die Midterm-Wahlen sind, müssen wir so viel Chaos wie möglich machen. Also je schlechter die Regierung funktioniert, desto besser für uns im Genau, Grunde. ja. So, das fand ich eine sehr interessante Parallele. Ich finde es immer recht spannend, wenn man diesen Vergleich hat, was machen denn die oppositionellen Parteien, wenn sie halt nicht an der Macht sind. Also als Trump an der Macht war, war mein Gefühl, haben die Demokraten immer so ein bisschen versucht, die Sachen zu retten, die Trump vernichtet hat, so und so ein bisschen Sachen wieder gut zu machen und eine Richtung zu lenken, während jetzt die Republikaner halt das ganze System jetzt umschmeißen, um halt wieder in die Macht kommen zu können. Also sie wollen nicht wirklich, dass es dem Land gut geht. Sie wollen halt einfach nur die Demokraten entmachten und erzwingen, dass es dem Land schlecht geht, damit sie halt auf den Finger mit dem Finger zeigen können, hier, die machen Auf, alles nee, die falsch. wollen auf den Finger zeigen, Tino. Das Genau, da, wollen der die. Finger, da, guck da. Da ist er. Der kleine Schlingel. Hammer dich. Ja. Ja. Punkt. Dazu noch habe ich gelesen, dass das Joe Biden die Todesstrafe jetzt wieder, also bundesweit ausgesetzt hat und sie gestoppt hat, während Trump in seiner Amtszeit diese wieder quasi, die war ja auch schon außer Kraft gesetzt, wie bei uns gerade die Wehrpflicht, die ist auch ausgesetzt, aber noch nicht verboten oder weg. Und so hat halt Trump die Todesstrafe wieder eingeführt und aktiviert und Biden wieder jetzt deaktiviert, also ausgesetzt. Immer so ein An-Aus-Ding. Genau, auf Bundesebene, also je nachdem, wer in der Macht ist. Es ist wie wenn jemand in den Raum kommt, Lichtschalter anmacht, dann kommt eine andere, macht ihn wieder aus und so hin Es und ist her. echt so in den USA, ist mein Gefühl, dass sobald irgendwie ein neuer Präsident an der Macht ist von einer anderen Partei, werden alle Sachen des Vorgängers wieder abgeschafft, so Ja. komplett. Das ist ein ewiges Hin und Her. Es ist so geil. Gut, Leute, es ist so viel Amerika manchmal. Es tut mir Ja. leid, wir hatten diese Woche nicht so viel Larifari, muss ich sagen. Also, dass man mal wieder sagt, oh ja, guck mal, der YouTuber, der hat mal wieder neben das Klo gekackt, Gab's war überhaupt nicht nicht, so. ne? Deswegen sag ich jetzt noch die letzte Sache zu Amerika. Jimmy Carter und Rosalynn Carter, die hatten wir neulich, die so ein Ja, komisches Foto hatten. genau. 75 Jahre Ehe. Krass, ne? Ekelhaft. Wird denen das denn nicht langweilig? Vielleicht eine offene Ehe, wer weiß es? 75 Jahre, Alter, das ist echt hart. Die sind ja Mitte 90. Ja. Gönnung, sag ich mal. Also Ex-Präsident übrigens, falls das jemand nicht mitbekommen Es hat. ist beachtlich, wie lange das Paar manchmal aushält miteinander. Aber ich finde es voll schön, dass es Menschen gibt. Es muss kein Ich Zwang finde es sein. auch voll schön, dass es Menschen gibt. Ja. Die Erde und Natur findet das nicht ganz so schön, Nee, nicht so. aber ich finde es grundsätzlich ganz schön. Aber prinzipiell, also ich weiß, dass ich finde es voll legitim, auch mal zu sagen, so ist es jetzt gut nach 20 Jahren so und sei nicht böse, aber jetzt halt vorbei und sie scheiden lassen. Ich finde, dass das Scheidungsrecht voll wichtig ist, was es ja auch nicht immer gab. Und finde es umso beachtlicher, dass Paare ihre Ehe so krass am Laufen halten können, auch so unter Feuer halten können, dass es halt funktioniert. Wobei es auch natürlich. Denke auch, diese Mit-90er, die werden auf jeden Fall richtig Feuer haben noch. Also die. Weißt du es? Ich habe ein Interview in der Doku gesehen, eine Reportage gesehen von Leuten im Altenheim, die bumsen noch regelmäßig da im Altenheim. Ja, du gleich immer wieder mit deinem Bumsen. Ich habe jetzt gerade Naja. an wildes Hin- und Her-Tanzen gedacht, weißt du, Ja, Tino, ich mit sicher. meiner Unschuld. Die sitzen doch einfach nur noch im Stuhl und schnitzen vielleicht oder so. Die suhlen sich im Stuhl des Partners. Vielleicht auch das, ja. Aber es ist. Alter, 75 Jahre mit der gleichen Person Sex, da wird ja alles ausprobiert wahrscheinlich, weil, Alter, nach 75 Jahren, da wird dir doch der normale Koitus, da wird dir doch langweilig.
Das kann schon Die sein. fühlen sich bestimmt wirklich in Stuhl, Alter. Es gibt ja Satisfier, sie können sich mit Handschellen fesseln. Wer weiß, was Jimmy Carter Shibari. jetzt schon für einen analen Durchmesser hat, Na, wer Alter. weiß, also es ist doch toll. Oder ob sie eine offene Ehe geführt haben am Ende, wer weiß es denn? Wenn es funktioniert. Und es gibt ja auch Paare, die mögen es eher so bodenständig auch im Bett, weißt du? Die machen nur hier 10 Minuten rein, raus und es reicht aus. Gibt's eben auch. Rein, raus, holo, Klaus. Ja, genau. Ja, wo wir gerade bei Menschen, die schlecht für die Erde sind, habe ich auch die Woche ein paar Sachen wieder zusammengetragen. Ich glaube, wir waren einfach unserer Zeit voraus, als wir uns Brennpunkt Internet genannt haben. Denn je weiter die Jahre ins Land streichen, die wir hier Podcast machen, desto mehr wird immer wieder eine Headline sein. Neuer Hitzerekord, hier brennt wieder Ja, was, ja. da ist wieder was heiß. Was schätzt du, Tino? Ich habe das letzte Woche angesprochen. Hitzewelle in Kanada, in Kanada. Überall, dachte ich. Kanada. Ja, überall, aber in Kanada war richtig schlimm. In British Columbia. Und da so in diesem Großraum, ja, was auch so übers Meer und so, da war quasi ein Heat Dome, also so eine Dunstglocke aus Hitze über diesem Bereich. Der hat ein paar maritime Tiere getötet. Oh. Und Forscher schätzen eine gewisse Zahl. Was denkst du? Wie viele Tiere gestorben sind oder Tierarten ausgestorben sind? Nee, nicht ausgestorben, aber halt, ne? Also wenn da halt drei Fische sind und dann nicht mehr, dann sind halt drei Fische gestorben. Eine Million. Es ist ungefähr ein bisschen mehr. 2 Millionen. Es wird geschätzt auf 1 Milliarde. Ei, Eine das ist ja nur ein bisschen mehr. Milliarde. Das ist echt hart. Da wären wahrscheinlich auch so ein paar Einsiedlerkrebse und so Ja, und kleines. Ameisen wahrscheinlich und Käfer Na, nee, und maritim. Mücken. Maritim. Das sind keine Ameisen. Also da an der Küste von British Columbia sind schätzungsweise 1 Milliarde Tiere gestorben an dieser Hitzewelle. Das ist ordentlich. Kann man die nicht gleich verzehren? Die sind ja durchgegrillt bestimmt. Stimmt, ja. Großer Kochtopf, Ozean. Einmal rumrühren und schmecken lassen. Ach, weil das Meer sich so erhitzt hat, sind die Ja. gest. Ach, krass. Das ist hart. Ja. Deswegen großer Spaß. Und hatten wir das? Ich weiß es gar nicht. Wir hatten den Hitzerekord in Dings das letzte Mal in, wie gesagt, Kanada. Und jetzt diese Woche, soweit ich weiß, müsste das gewesen sein, gab es einen neuen Hitzerekord in Kuwait. Und zwar der absolute Rekord 2021 bis jetzt mit 53,2 Grad. Das ist ein großer Spaß. Der Klimawandel, den gibt es nicht, finde ich. Ja. Also wenn ich das so höre, das ist normal. Ja. Im Zuge dessen habe ich auch nochmal mich mit dem Phänomen von, jetzt weiß ich wieder das deutsche Wort nicht, geh kacken, Alter, Temperatur, bla, Überlastungs, bla, Wet Bulb Temperature heißt das ganze Ding. Wenn die Luftfeuchtigkeit sich den 100% nähert, dass das Schwitzen nichts mehr bringt und du Ja. einfach im Schatten verreckst, ein großer Spaß. Und wenn diese Leute das da erleben in Kuwait, ja, was denkst du, wo die alle hinkommen? Die Nach kommen Deutschland. nach Köln, die kommen an Kölner Hauptbahnhof Ja. und halten Kinderarmlänge Abstand. Ja, Und das klasse. sind diesmal hunderte Millionen. Ich sag's dir. Was will man machen? Also, solange sie weiß und christlich sind, hat damit keiner ein Problem, glaube ich, von der AfD. Ja. Sobald sie aber so ein Tönchen dunkler sind oder irgendwie eine andere Sprache sprechen, wird es ein Problem werden, Ja, denke ich. und das nächste noch, was auch ganz, ganz toll ist, denn Madagaskar hat auch sehr gelitten die letzten Monate. Das ist jetzt groß Thema Oh, die gewesen. Pinguine dort. Auch die Pinguine dort, bitte Oh. was? Ja, der Film Madagaskar. Ach so. Da sind noch die Pinguine hingeflüchtet. Ja, da bin ich nicht so drin, tut mir Ach so, leid. schade. Ja, Madagaskar ist wahrscheinlich eins der Länder, was irgendwie weltweit mit am wenigsten zur Klimakrise beiträgt. Dankeschön, ihr Und faulen Schweine. die haben da seit etlichen Monaten, jetzt fast ein Jahr, schon absolute Hungersnot. Die müssen da täglich nach Kaktusblüten und Laub suchen, um irgendwas zu essen. Und Und die Proteine? nichts. Also die Toll. verrecken da einfach wie die Fliegen. Und viel Spaß. Also mach doch da mal einen Animationsfilm drüber. Über Stimmt. Blähbäuche. Hahaha. Da freuen sich die Kinder Ja. bestimmt im Kino. Ja. Madagaskar in real life. Wäre was für dich Wäre vielleicht. was für mich vielleicht, ja. Das wäre eigentlich schon fast schon wieder gut, muss ich sagen, Tino, jetzt wo du das so sagst.
Madagaskar, also es würde sich für mich jetzt irgendwie ein bisschen komisch anfühlen, das so aus dem Nichts rauszuhauen auf diesem zweiten Kanal, wo ich jetzt ein paar Monate nichts gemacht habe. Kommt auch wieder was, keine Sorge. Aber einfach so Video, Madagaskar in Real Life und dann so 10 Sekunden Clip, wie so ein schwarzer Junge mit einem dicken Bauch an der Ecke liegt. Video fertig. Ich würde jetzt kein Blackfacing empfehlen, aber kennst du jemanden, der irgendwie so in die Rolle passen würde? Der einen Blähbauch hat, weil er seit Monaten nichts gegessen hat, finde ich bestimmt jemanden hier in Deutschland. Oder eine Frau, die schwanger ist, vielleicht, hat ja auch so einen Bauch. Stimmt. Stimmt, ja, doch. Ja, das also Madagaskar. Großer Spaß. Großer Spaß auch bald in Großbritannien, denn Boris Johnson hat angekündigt, dass die Corona-Maßnahmen komplett wegfallen. Ich Komplett. hab ja eine Außenkorrespondentin, ja, die gute Julia, respektive die gute Harley Quinn aus meinem Joker-Video. Ja, die kenne ich auch, ja. Yes, und die hat exakt das gesagt, dass wirklich alle Maßnahmen auch dann weg sein werden. Gerade jetzt, wo eine richtig schöne, steile dritte oder gar vierte Welle in UK wütet. Das ist also wirklich das Timing aus dem Bilderbuch. Ich Ja. freue mich schon auf das Video von Jonathan Pye. Ja, die Zahlen steigen und die Delta-Variante wird immer mehr und Johnson will die Maßnahmen einschränken. Ich glaube, es wird nicht passieren. Ich denke, er wird zur Besinnung kommen und dann sehen, dass doch nicht die Lage so entspannt ist, wie er dachte und es wieder eingestellt wird. Hört sie unseren Podcast, die liebe Julia? Nö. War Also, mir klar. glaube ich nicht. Die spricht ja jetzt nur noch Englisch. Ach so. Du, Tushi, here's the podcast. Yes. Nicey Ja, was richtig nicey-dicey ist, ist für mich die Meldung der Woche. Ich drücke mal die Daumen, dass das in irgendeiner Form Wellen schlägt. Denn der weltweit größte Test der 4-Tage-Woche war ein Ja. overwhelming success. Ich verstehe das nicht, Tino. Irgendwie all diese Experimente mit 4-Tage-Woche oder bedingungsloses Grundeinkommen, die sind immer so erfolgreich, diese Testversuche. Ich verstehe das nicht. Woran könnte das denn liegen? Ich habe die Lösung. Ja? Zufall. Ja, Alles stimmt. Zufall. Stimmt. Das erklärt's. Der Mensch braucht einfach eine 20-Tage-Woche. Er braucht einfach Ja. jeden Tag seine 12 Stunden Arbeit. Sonst kann er gar nicht funktionieren. Arbeit macht frei, habe ich gehört. Das Ja, und ist. so viel Geld ist auch nicht gesund. Ja. Ja, also die 4-Tage-Woche in Island war's. Hatte ich das schon gesagt? Nee. Jetzt habe ich es aber gesagt. Toll. Spoiler. War ein großer Erfolg und parallel dazu gab es, glaube ich, in Katalonien, sprich ein Teil von Spanien, Cataloni. auch bedingungsloses Grundeinkommen und auch eine 4-Tage-Woche Trial-Phase. Also da ist wirklich auf dem Vormarsch, wir kommen ja eh nicht drum rum. Wenn wir wirklich hier alles digitalisieren und maschinalisieren, wie sagt man, automatisieren durch Maschieren, Digitalisieren und automatisieren, ja. ich habe durch Marschieren statt durch Maschinen gesagt. Witzig. Ja, das ist super geil. Ich weiß nicht, wer hat denn Bock auf 40 Stunden Woche? Früher oder später werden einige Berufe durch Roboter ersetzt werden. Also selbst, ich habe mal von einem Friseur gehört, dass es möglich sein kann, dass man irgendwann nur noch so Haupen aufgesetzt bekommt und man dann die Frisuren kriegt, die man haben will. Geil. Klappt das bei mir auch? Nee, bei Scheiße. dir nicht. Dann Bei will ich allen das anderen nicht. schon. Dann will ich das nicht. Und auch bei Rewe sehe ich, oder auch bei Edeka sehe ich mal diese Selbstbedienungskassen, ja, wo du einfach nur einscannst und mit Karte bezahlst. Ja. Oder im Rewe im Anger in Erfurt, das ist ja auch so, da machen die Kassierer gar nichts mehr. Sitzen nur noch da. Faulen Schweine. Die sitzen irgendwie da und das Geld werfen die in die Kasse rein und es kommt Ja, automatisch wieder raus, das ist so. schon eine ganze Weile so. Die haben da so Geldzählautomaten irgendwie. Ja, Aber ey, heftig. was sind das für faule Schweine, hä? Sitzen nur faul rum. Du bist kein ordentlicher Mensch, wenn du nicht am Malochen bist. Du musst dir deinen Wert verdienen, du Spacko. Wenn sie nur da sitzen und nichts machen müssen, ist es doch quasi ein Grundeinkommen. Ja, also die 4-Tage-Woche ist auf jeden Fall sehr erfolgreich gewesen, aufgrund dessen, dass die Leute sehr viel glücklicher sind, sehr viel ausgelassener sind, viel mehr Zeit für auch Familie und ein bisschen Freizeit haben, ihren Job dadurch erfüllender finden. Die Produktivität wurde außerdem gesteigert. Also es gibt nur positive Aspekte. Nee, das waren für mich jetzt fünf gute und eine
Nee, eine gute und fünf schlechte. Was ist die für die Wirtschaft? Ach so, für die Arbeit. Einzige gute ist, die Produktivität ist gestiegen. Aber ja, wer will denn, dass Menschen glücklich sind und sich wohlfühlen? Ja. Die Wirtschaft nicht. In Amerika gab es auch so eine großflächige bundesweite Umfrage, die ergeben hat, dass 21% der Leute ihren Job gerne machen. Das ist doch ordentlich. Immerhin. Das ist dann wahrscheinlich ganz Hollywood oder so und der Rest halt ist unzufrieden. Das kann sein, ja. Ja. Na, ich habe sie ja quasi, also ich arbeite ja auch nur halbtags, habe so zwei Viertel Jobs sozusagen, plus den Kram mit Schauspiel, den ich noch so mache, aber das ist ja gerade relativ wenig. Und ich muss sagen, ich bin voll happy, so mit viel Freizeit und kann mich um Wohnung kümmern, um Katzen. Na, das Ding ist ja, mehr machen kannst du ja immer, wenn du das möchtest. Ja, ja, genau. Aber also ich kenne das auch so von vielen, die einfach 8 Stunden im Büro sitzen müssen, aber halt ihre Sachen, die sie machen müssen, in 5 schaffen. Mhm. Und deswegen entweder das übelst schleifen lassen oder 3 Stunden nur rumsitzen. Theoretisch müssen die auch gar nicht ins Büro, könnten das auch von zu Hause aus machen, in vielleicht noch weniger Zeit. Dann fällt auch die Anfahrt weg und so. Das ist alles so gestrig. Und dann hockst du irgendwie den ganzen Tag vom Rechner auf Arbeit, kommst nach Hause, bist völlig Matsche, hast Kopfschmerzen und hast vom Tag und auch vom Geld, was du verdienst, gar nichts mehr. Mhm. Hast vielleicht mal so ein paar Wochen Urlaub im Jahr und das war's. Mehr hast du nicht im Leben. Finde ich halt immer sehr, sehr schade. Ich möchte in meinem Leben niemals voll arbeiten. Das nehme ich mir hier und jetzt vor. Okay. Außer ich werde voll bezahlt als, weiß ich nicht, als Podcaster. Dann mache ich rund um die Uhr Podcast. Geil. Versprochen. Ja, wir haben jetzt auch einmal rund um die Uhr Podcast gemacht. Die Stunde ist nämlich echt rum. Oh shit, ich habe noch ein paar Minithemen. Und zwar, ein Österreicher ist auf dem Klo von einer Schlange gebissen worden. An seinem Genital. Am Zipfel oder an den Glück? Es hieß nur Genitalbereich. Mhm. Er war nämlich ein Geschäft erledigen. Mhm. Und auf einmal hat er so ein Zwicken gespürt an seinem Genitalbereich. Ist aufgeschreckt, guckt ins Klo rein. Er guckt ihn so eine 1,60 Meter lange Python an. Und ich dachte, wahrscheinlich nur der Kopf davon, oder? Naja, die kam so ein bisschen raus. Mhm. Und ich dachte mir, holy shit, ich gehe nie wieder aufs Klo. Aber das kann eigentlich nicht passieren. Das ist nur deswegen passiert, weil vom Nachbarn die Schlange geflüchtet ist. Mhm. Das heißt, die ist da irgendwie entflohen. Aber ist die jetzt durchs Rohr getaucht oder ist die ins Klo rein? Ich glaube schon. Durch die Rohre, aber so habe ich es zumindest verstanden. Crazy. Aber ertrinkt die da nicht oder sowas? Offenbar nicht. Und also ich wäre auch sauer, wenn mich jemand anscheißen würde. Ja. Dann würde ich auch, das wäre meine natürliche Reaktion, in den Hoden beißen. Ja. Wer mich anscheißt. Es gab für den Mann keine Schäden, aber der Nachbar wird jetzt verklagt, irgendwie wegen fahrlässiger Körperverletzung und so. Fand ich sehr, sehr witzig. Dann würdest dir so einscheißen, Alter, ohne Spaß. Du merkst erst einen Zwicken am Hoden, bist da eh schon in einer vulnerablen Position, ja, und dann guckst du ins Klo und siehst eine fucking Schlange, Alter. Ich würde aus dem Fenster springen, Alter. Ja. Ich habe als Kind mal so einen Spot gesehen, wo so eine Ratte aus dem Klo rausgesprungen ist. Hm. Da konnte ich auch dann wochenlang irgendwie nicht ohne Angst aufs Klo gehen. Das Geil. Ist traumatisch, sowas. Dann gab es noch, Wissenschaftler in Boston haben jetzt eine Maske erfunden, also von Harvard, haben eine Maske erfunden, also eine Gesichtsmaske, die Coronaviren, wie sagt man, erkennt, wenn man atmet. Voll cool, ist die Zukunft vielleicht und kann auch die Pandemie hoffentlich eindämmen. Und eine ganz traurige Meldung noch aus Spanien. Es wurde ein 24-jähriger Spanier zu Tode geprügelt und unter Schwuchtel rufen. Ah ja, da gab es ein großes Ding. Da gab es, genau, ganz viele Menschen waren auf der Straße, Tausende waren auf der Straße, haben gegen Homophobie protestiert. Die wurden aber auch von der Polizei geprügelt. Also da gab es einen ordentlichen polizeilichen Backlash. Richtig, und das war alles uncool. Und jedenfalls gibt es jetzt ein großes, nicht Umdenken, aber jetzt wird gerade so Homophobie sehr in den Vordergrund gerückt in Spanien. Ich merke auch bei uns, Homophobie wird in den Vordergrund gerückt in Spanien, finde ich auch sehr gut. Sollte es in mehr Ländern geben, einfach ein bisschen mehr Homophobie. Meine Rede. Wir haben auf jeden Fall hier sehr viel heute Schwulenpropaganda gemacht. Ja. Da finde ich, erstens haben wir gut diese Themen aufgearbeitet und zweitens sind jetzt mindestens 50% unserer Zuhörer homosexuell geworden. Ja, hoffentlich. So. Meldet euch. Gut. Dann gib mal der Woche was. Ja, schwach. Ja, schon eher schwach. Also gut, es gibt die Teletubbies auf Twitter, das ist so meine Entdeckung. Ja, riesig. Und die haben sich jetzt Vakzine in ihre Plüschadern reingewamst. Aber gut, darüber hinaus ging so. Hat mich jetzt nichts begeistert, so richtig. Wenn es der Präsident von Amerika gewesen wäre, aber Haiti, ne?
Also bitte, das ist doch da eh. So weit weg. Ist es eine 2? Eine 2. Also für 1 Milliarde gestorbene Tiere durch die Hitze. Erst die Eine gut, 3. die Hitzewelle war letzte Woche und die Erkenntnis darüber ist jetzt diese Woche. Ist eigentlich auch nicht so geil. Japan ist zu scheiße, Kuwait. 4 Tage Woche, das ist ja eigentlich, müsste man mit der Wertung runtergehen, das ist ja so ein Schwachsinn. Ja. Also meine Themen waren jetzt irgendwie alle nicht so Ja, berauschend. komm, wir gehen jetzt auf eine 2, damit wir Ja. auch wirklich mal darunter gehen. Wir müssen uns manchmal auch trauen, solche Zahlen zu verteilen. Ja. Ja, sonst ist ja das überhaupt nichts wert, wenn es mal wieder eine 9 gibt. So ist es. Gut, Schwache schön. Woche. Macht mal mehr, Leute. Geht mal irgendwie raus und macht mal ein bisschen lustige Sachen, die spannend sind. Macht mal einen viralen Hit. Ja, ein viraler Hit. Zum Mach ich Beispiel, demnächst, Leute. Haltet ein, da kommt was. ich freue mich sehr drauf und ich hoffe auf den dritten Teil unserer Fanfiction. Ja. Wir sitzen jetzt schon seit 3 Wochen auf dem Trockenen und Die Jules, die ist schwer beschäftigt, ich du. glaube auch. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Hören. Kauft doch einen Hörerwunsch, wenn ihr denn möchtet. Da kommt auch noch einer, ist einer, ein wundervoller Hörerwunsch in der Pipeline. Ja. Und wir können immer neue gebrauchen, also einfach 20 Euro unten bei PayPal reinbuddern. Ein Thema eurer Wahl. Übelst geil. So wie die Musik, die gerade läuft. Und ich gehe wieder raus in den Regen und ich hasse mein Leben. Für euch macht sie nur das. Für Nur euch! für euch. Tschüss! Tschüss.